Oh Leute, was für ein Ausblick. Geiles Bankerl. Unten sieht man schön Pfaffstätten und Baden runter. Da drüben steht noch eine Aussichtsplattform auf dem Berg da hinten. Und was Spannendes entdeckt? Schau mal, ob das Hagebutten sind. Ich glaube, das sind Hagebutten. Lass sehen. Hagebutten. Müssten das, das sein. Das sind Hagebutten, definitiv. Kann man dann essen. Auch Hätscherln genannt bei uns. Hätscherln, da hört es, die Hätscherln. Ja Leute, wir sind jetzt bei der nächsten Höhle. Auch gleichzeitig die letzte für heute. Das Dachsloch. Es liegt ziemlich versteckt im Wald. Geht kein direkter Weg her, also wenn man das nicht weiß, findet man, kommt man da wahrscheinlich nicht vorbei. Und jetzt schaut euch mal diesen Höhleneingang an. Sieht doch eigentlich ganz vielversprechend aus, oder? Dann schauen wir mal rein. So, da nach rechts geht's nicht weiter. Alles aus. Und da nach links ist leider verschüttet. Da ging es vielleicht mal weiter, aber das ist zu. Man spürt auch keine Bewetterung. Also, ihr dürft entweder verstürzt oder verschüttet sein. Hier geht allerdings noch ein Gang weiter. Aber der ist leider zu eng, um ihn schließen zu können. Das heißt, da geht es leider auch nicht weiter für uns. Dementsprechend, ja, netter Höhleneingang, aber leider nicht mehr. Tiroler hat scheinbar noch ein Loch gefunden und das werden wir uns jetzt mal anschauen, weil es kann sein, dass vielleicht das sogar erst das Dachsloch ist, weil es ist nur auf der Karte eingezeichnet und nicht an der Höhle beschriftet, also kann auch sein, dass das vorher gar nicht das Dachsloch war. Schauen wir mal. Der Felsen schaut schon mal sehr vielversprechend aus da. Jetzt werden wir da mal rüber gehen und werden uns das mal anschauen. Heckenrosen oder Brombeeren, was immer das auch sind. Eher Brombeeren. Aha. Schauen wir da mal. Schaut gut aus. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Ja Leute, das ist jetzt definitiv das Dachsloch, weil hier haben wir wieder die Katasternummer. Das ist Höhle Nummer 3 im Gebiet 1914. Und der Tiroler krabbelt da jetzt schon gerade rein. Ich meinte auch, er hat da irgendwie noch irgendwelche Knochen oder so gefunden. Das schauen wir uns dann nachher auch gleich noch an. So, dann schauen wir mal, was der Tiroler da entdeckt hat. Erstmal ein kleiner Höhlenraum. Einmal da geht eine ganz tiefe Höhle runter. Ganz tiefer Schacht. Schau, da. Das ist das ein Kiefer oder eine Wirbelsäule oder was? Wirbelsäule oder was? Schauen wir mal. Das ist Holz. Das ist Holz, oder? Nein, das ist kein Holz, das ist schon Knochen. Schon, oder? Ein Kiefer oder irgendwas schaut das aus. Ich würde sagen, das ist, ich würde sagen, Hüfte. Hüfte. Wirbelsäule. Da ist noch ein Bein dran. Okay. Was könnte das gewesen sein? Ich würde vom Fuchs tippen. Vom Fuchs, okay. Vom Skelett her. Dass der Dachs einen Fuchs gegessen hat, oder was? Möglich. Oder er ist einfach so an Altersschwäche gestorben oder so. Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall irgendein Tierskelett. Da geht noch mal ein Schacht runter. Ziemlich, ziemlich tief. Aber leider auch zu klein für uns. Da kommen wir nicht durch. Da geht es auch noch mal weiter. Aber auch das zu klein. Ziemlich weit hinten rein, aber es ist viel zu klein. Um zu schliefen, da müsste man das Sediment rausräumen, was wir natürlich nicht machen. Aber auch da dürfen wir jetzt nochmal ein ganz ordentliches Stück noch reingehen. Ja Leute, da geht es jetzt auch nochmal ordentlich rauf. Nochmal ziemlich ein tiefer Schacht, aber auch viel zu eng für einen Menschen, um da durchzukommen. Ja, aber auf jeden Fall ein cooler Fund nochmal vom Tiroler. Und da haben wir noch ein kleines Löchlein gefunden, das schauen wir uns jetzt auch noch an. So ist es. Aber jetzt heißt es erstmal da wieder irgendwie da wieder raus. Durch das kleine Loch da. So, da haben wir noch das andere, die andere kleine Höhle, die der Tiroler vorhin hat. Ist nicht allzu groß, aber sie hat eine Besonderheit. Das ist der Kamin da hoch, der ins Freie geht. Da oben ist Tageslicht. Also ihr merkt schon, die ganze Gegend hier ist ziemlich durchlöchert, das ist Kalkstein. Und alles ziemlich porös. Also in solchen Gegenden heißt es dann schon auch an der Oberfläche gut aufpassen. Gerade wenn man so querfeldein irgendwo im Gelände unterwegs ist, dass man nicht irgendwo dann plötzlich in so einem Loch da drinnen steckt. Alter. Wunderschöne alte Steinstufen, die da durch den Fels gebrochen sind. Also der Weg ist eindeutig schon sehr alt. Ja Leute, wir sind jetzt wieder bei der Elfenhöhle. Weil wir haben beschlossen, es ist jetzt Zeit fürs Mittagessen. Es ist ungefähr 12:30 oder so, glaube ich. Sowas, ja. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich der ideale Platz hier. Es ist schön windgeschützt, der Höhleneingang, nach oben offen. Und wir werden da jetzt unsere Spirituskocher anwerfen. Also ich auf jeden Fall meinen Drangia. Und ich mache mal den Bundesheer S, also mit den S-Bit-Tabletten da. Also auch. Trockenspiritus? Trockenspiritus, genau. In dem Fall. Also, ja, alles schön kontrollierbar. Keine Rußentwicklung. Eigentlich ideal für so einen Platz. Ja, und jetzt werden wir mal alles herrichten und dann werden wir schauen, was beim Tiroler und bei mir zum Essen gibt. Also ich habe hier meinen Trangia Mini mit dem Vergasereinsatz von meinem Ho, der mir hier als Windschutz dienen wird. Dann zwei Eier und eine Zwiebel. Das heißt, es gibt heute wieder eine kleine Eierspeis. Das kennt ihr ja schon von mir. Ja, auf den Touren auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's mal ans Kochen. So.
Aua. So, Zwiebel ist geschnitten. Dann kommt jetzt noch etwas Öl über die ganze Sache. Das Öl habe ich zu Hause vergessen. Willst du was? Ja, einen Schuss noch und brauche Gott noch Beleidigung, danke. Genau, wo ein Funken geschlagen hast. Aber jetzt sieht man ja. So, ja, jetzt brennt er. Wie schaut es denn bei uns hier aus? So, ich habe jetzt mal den Kocher angeworfen und werde das Ganze jetzt mal ein bisschen erhitzen lassen, damit das Öl heiß wird. Dann den Zwiebel abrösten. Und wenn dann der Zwiebel soweit ist, dann kommen nachher die Eier rein und noch etwas Salz, Kräutersalz und Pfeffer. Hinten kocht der Tiroler seine asiatischen Nudeln. Und wie jemand schimpft über meine Nudeln. Die sind mir heilig. Was man bei den Kochern ein bisschen aufpassen muss, ist, man muss sich immer schauen, ein bisschen so einen kleinen Windschutz machen. Und vorher hatte ich das so stehen und dann kamen dann links und rechts auf die Henkel die Flammen rauf. Also ich habe gemerkt, so ist das besser. Einiges besser. Ja, Tipps und Tricks beim Tiroler und individuell unterwegs. So, jetzt muss ich mich aber wieder um meinen Zwiebel kümmern, bevor mir der anbrennt. Oh, jetzt auch schon aus, perfekt. Ich bin nur ein Mensch, ich habe noch nicht gegessen. Ja, da schaue ich nach und dann mal. Hast du Seil im Rucksack, hast du mit da? Ja. Okay. Weil ich bin nämlich beim Überlegen, die Aktion mache ich nämlich nur mit dir. Sonst mit niemandem oder einem anderen Kletterpartner noch maximal. Und zwar, ich wollte nochmal einen Kamikaze-Knoten testen, aber mit Zusatzsicherung. Mhm. Okay, ja, können wir machen, klar. Auch mit Zusatzsicherung. Wenn es aufgeht, geht's auf, dann passiert nichts und fertig. So, ich habe jetzt den Kocher wieder aufgemacht. Damit wir da ein bisschen Hitze zusammenkriegen. Damit wir das Ei zum Stocken bekommen. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, sonst brennt das nämlich gleich an auch. Es geht schnell. Aber es wird schon. So, ihr seht jetzt schon, jetzt fängt das Ei richtig zum Stocken an. Ist es dann gleich fertig. Man muss jetzt aufpassen, dass man das nicht anbrennt. Jetzt ist es schon fast zu warm. Dementsprechend muss ich jetzt von der Flamme ein bisschen weg. So Leute, ja. Essen ist fertig.
Jetzt kommt noch etwas Salz und Pfeffer drüber. Schaut mal an, übrigens, der kleine Dranger, der heizt an, ne? So, das ist eine anständige Flamme. Werde ich mir auch besorgen, auf jeden Fall. Das ist cool. So Leute, ich lösche jetzt noch den Dranger ab, damit die Flamme da nicht herumlaufen. Und ja, ich würde sagen, so viel langsamer war ich diesmal gar nicht als der Tiroler. Der ist nämlich auch gerade erst fertig geworden. Und ja, Mahlzeit Leute. Kann was. Leute, wir sind mit dem Mittagessen fertig, haben das alles zusammengeräumt und lassen natürlich keinen Müll zurück. Ganz im Gegenteil. Auch Raucher nicht. Also ganz im Gegenteil, wir haben da sogar einiges noch zusammengesammelt. Ein bisschen was. Über die Tour. Schaut euch das mal an. Was man im Wald, was man im Wald so findet, ne? Ein Riesenteil. Einen Krug oder so, eine Vase, irgendwas. Ja, vor allen Dingen da halt wirklich das Problem, dadurch, dass das Glas ist, führt das natürlich im Sommer ganz schnell zu einem Brennglaseffekt und kann damit einen Waldbrand auslösen. Und das mitten im Naturschutzgebiet vom Biosphärenpark. Also geht gar nicht, Leute, geht gar nicht. Was auch nicht geht? Na? Kommt natürlich auch mit ins Müsli. Man darf ruhig rauchen, das ist kein Problem, aber man soll seinen Dreck auch mitnehmen und nichts anzünden. So ist es. Und jetzt werden wir mal zurückgehen zum Auto und dann geht's weiter zum Cash. So Leute, wir sind jetzt schon an den Header-Koordinaten vom Cash vorbei. Müssen jetzt noch ein bisschen peilen. Die Richtung hat uns der Tiroler gezeigt und mit dem GPS schauen wir jetzt einfach noch die Distanz. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir den Baum finden. Wir haben jetzt nämlich schon an den Header-Koordinaten vorher ein wenig gesucht. Ja, wer lesen kann, ist klein Vorteil. Wer es tut, noch mehr. Ganz klarer Fall. Aber ja, so ist das halt. Gehört zum Cashen auch ein bisschen dazu. Aber jetzt gehen wir mal dorthin und dann schauen wir mal, ob wir den Baum finden. Ja, Leute, ich glaube, wir haben es gefunden. Aber es war eine verdammt schwere Geburt, weil wir waren am falschen Weg. Sind jetzt zuerst von da unten den ganzen Berg hoch, quer durchs Gemüse. Aber jetzt, da vor mir, ist jetzt der Cash. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar dort, wo der Tiroler steht, seht ihr da oben das Vogelhaus. Das ist wohl das Vogelpostamt. Jetzt schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Chris ist quasi schon kletterbereit. Damit werden wir uns sichern. Gut, es ist vielleicht ein bisschen dünn zum Raufklettern, aber da oben, dieses Vogelhaus müsste das Vogelpostamt sein. Und ich werde euch jetzt dann auf Stativ stellen, dass ihr das ein bisschen beobachten könnt. Mit der GoPro, mit der Actioncam, mit dem Weitwinkel. Und dann werden wir dem Chris mal das Baumklettern beibringen. Und ich dafür den anderen Chris nächstes Mal das Wendeklettern. So ist es. Ja, ich bin jetzt wieder daheim und habe mein Zeug so im Groben einmal weggepackt wieder. Tut mir leid, dass dann die Aufnahme auf der GoPro nicht funktioniert hat, aber wir haben auf alle Fälle das Vogelpostamt dann noch betreten, haben den Cache geborgen. War soweit erfolgreich, war dann nur so nochmal ein bisschen eine Aktion mit dem Ausbauen vom Seil nochmal, aber haben wir am Schluss doch alles hinbekommen.
Ja, in dem Sinne bleibt mir eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Noch das Fazit zur Tour. Ich muss sagen, es war einfach nur hammergeil. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich glaube dem Tiroler auch. Und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, mit uns mitzukommen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da, würde mich freuen. Oder schreibt eure Meinung unten in den Kommentare. Besucht auf alle Fälle auch den Kanal vom Tiroler. Den Link gibt es natürlich in der Infobox oben, beziehungsweise auch unter dem Video dann natürlich wieder in der Beschreibung. Besucht ihn auf jeden Fall auch. Er hat auch ziemlich coole Videos, macht auch ziemlich coole Sachen und natürlich auch von dieser Tour wird es von ihm auch ein Video geben. Dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall, auch bei ihm vorbeizuschauen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.